Kapitel 12. Die Saison von 2021 geht weiter. Und die Formel 1 ist im geschichtsträchtigen Spa-Francorchamps angelangt. Caspar Ackermanns gute Form hat weiter angehalten und Alpha Tauri hofft, dass beide Fahrer dieses Leistungsniveau aufrecht erhalten können. Grand Prix von Belgien, 2 Monate später. Es ist Sonntag und das heißt, es ist Formel 1 Zeit hier in Spa. Schalten wir doch mal runter an die Strecke, wo die Autos gerade für den großen Preis von Belgien vorbereitet werden. Die Strecke von Spa-Francorchamps ist eine historische Rennstrecke mit 19 Kurven und einer stattlichen Länge von 7 Kilometern. Hier müssen die Fahrer nicht nur mit einem Höhenunterschied von mehr als 100 Meter, sondern auch mit langen, geraden und hohen Geschwindigkeiten in den Kurven zurechtkommen. Wer hier gewinnen will, der muss alles perfekt hinbekommen, denn das hier ist die Ardennenachterbahn. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Norris, Sergio Perez und Ricardo. Leclerc, Fernando Alonso, Sainz und Lance Stroll. Raikkonen, Ackermann, Esteban Ocon und Butler, Jackson, Russell, Sebastian Vettel und Antonio Giovinazzi. Mick Schumacher und Nicolas Latifi. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Gleich geht's los. Und 11 Runden in Spa-Francorchamps sind eröffnet. Auch an dem konnte ich nicht dran gewesen sein. Also manche Kollisionsverwarnungen sind echt Quatsch. Das Treppchen gehört schon mal mir erstmal. Ich muss noch Perez ausbeschleunigen, schade. Ja, diesmal klappt's. Und da fährt nur noch Verstappen vor uns. Mit Regen in ein paar Runden, Kasper. Wiederhole, es wurde Regen vorhergesagt. Sehr schön für den Regen, aber ich fahre im Moment ein Rennen. Nein, Spaß. Haben wir heute unser erstes Regenrennen der Karriere hier, beziehungsweise des Story Modes. Wenn es denn dazu kommt.
Da sieht man schon die ersten Regentropfen. Wird wahrscheinlich bald Zeit zum Boxenstopp. Die Streckenbedingungen werden nicht besser. Du entscheidest, ob du beim nächsten Boxenstopp auf Regenreifen wechseln möchtest. Okay, die Anleitung hat schon mal DRS aktiviert oder? Nee, aktiviert erstmal. Es war noch gar nicht offen. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Okay, geht in Ordnung. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Verstanden, geht in Ordnung. Der ist wurde gerade deaktiviert. Wir fahren gleich an die Box. Ich hoffe für Regenreifen. Die Sicht nach vorne wird echt immer ekelhafter. Okay, Hamilton ist erster aktuell. Aiden kommt in die Boxengasse. Los, raus mit dir! Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Losfahren, losfahren! Ja, sag das mal dem idiotischen Honda vor mir. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ja, lass das bitte Regenreifen sein. Ja, sind Intermediates. Ja, den haben wir gut ausgebremst, würde ich sagen. Thomas Sainz und Norris ist noch vor uns. Sainz, der Penner kommt gar nicht aus den Hufen. Dann mach halt Platz. No, das war mal überhaupt kein Problem. Hamilton nicht gemacht. Super überholt. Glaube tatsächlich, der fährt auch noch nicht auf Regenreifen. So leicht wieder einzuholen ist. Ja, dann wird
ja jetzt sowieso gleich an die Box fahren. Oder aber von mir einkassiert. Noch 10 Minuten Regen. Wir denken, es wird dann trocken werden. 10 Minuten. Ja gut, ist die Frage, machen wir jetzt einen Doppelwechsel? Wir brauchen für eine Runde ungefähr 2 Minuten. Ja, wenn die recht haben, müssen wir noch einmal wechseln. Ich versuche jetzt möglichst mein Rennen gechillt zu Ende zu fahren. Weil das macht keinen Spaß. Im Regen, ganz ehrlich. Aber die hinter mir fahren auch alle auf Intermediates. Warum sind die so scheiße langsam? Gelbe Flagge. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Okay. Sollte ich jetzt schon wieder hier reinkommen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Den Boxenstopp. Fertig, los jetzt! Einige gemacht. Ach, ein paar von denen sind noch Full Wets. Aiden kommt an die Box. Aiden an der Box. Hoffentlich war Intermediates keine Scheißidee. Ein echt komisches Rennen bisher. Wir sind nicht länger sicher, dass dieser Reifensatz der richtige ist. Es könnte jetzt Zeit für einen Reifenwechsel in der Box sein. Warum habt ihr das nicht gerade gemacht? Ganz im Ernst. Ja, es wird Zeit für einen Reifenwechsel. Sehe ich komplett genauso. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Schauen wir mal.
ob wir damit reißen können. Los, los, los! Okay, Verstappen konnte sich vorbeimogeln. Bottas weiß ich nicht. Glaube ich weniger. Okay, auf den Full-Wets fahren ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, habe ich das Gefühl. Einige Fahrer wechseln auf Regenreifen. Falls es nötig ist, solltest du auch zum Reifenwechsel reinkommen. Mal willst du mich verarschen, dass du mich wieder auf Intermediates das Haus fahren lassen? Hier voll spacken. Kriegen wir Verstappen hier? Das war arschknapp. Sauber gemacht, gute Arbeit. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Also im Moment sieht es auf jeden Fall danach aus, dass ich die Karre unter Kontrolle halten kann. Und Bottas in diesem Rennen auf jeden Fall nichts mehr mitzumelden hat. Meiner Meinung nach klart es ein bisschen auf. Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. Ah, warten wir mal ab. Der Schwein hat mich schon ein paar Mal reingelegt heute. Ich sag nur noch mal, ich fahre auf schwer.
Also schon mal 10 Sekunden für Platz 2. Keine Ahnung. Begnadet ich gerade fahre oder wie kacke die? Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, sehr gut. Was? Isst du die Sachen auf? Nö. Dann nehme ich mir den Backendeckel drauf. Mach das. Dann schmecken die nicht mehr. Hm? Dann schmecken die morgen gar nicht mehr. Okay. Denk dran, nicht zu spät morgen, dass du noch was hast und noch tun müssen. Mhm. Acht. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 46,8 Sekunden. Hoppala. Das ist viel. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und da haben wir schon unsere erste Überrundung des Spiels. Mal abgesehen von dem Formel 2 Rennen. Gucken, wie viele Überrundungen wir hinkriegen. Und lässt er mich vorbei, der Schumacher? Ja, macht er. Das ist deine letzte Nicht. Runde, die letzte Runde des Rennens. Damit sind wir auf Runde 11 von Runde 11. Ich weiß nicht, ob ich schon angesprochen habe, ich sag's einfach nochmal. Wir müssen unter den ersten 5 kommen, das ist unser Ziel in diesem Spiel. Aber das werden wir wohl schaffen. Es ist inzwischen trocken geworden. Aber dieser Und das regnet noch ein bisschen streckenweise. Das kann man noch mit Intermediates machen, würde ich behaupten. So eine Kacke, dreh dich wieder um.
Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus! So, jetzt wiederholen wir nochmal die letzte Runde. Oh, man dürfte wieder DRS verwenden. Sind aber alle noch full wet aktuell. Ich werde jetzt ganz, ganz langsam hier, beziehungsweise ganz vorsichtig diese Runde zu Ende fahren. Und zu 100% auch über die Ziellinie zu kommen. Ich würde sagen, die Runde haben wir ungefähr halb rum. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Wir haben auch nur noch eine Runde. Also ich habe diesmal tatsächlich niemanden überholt. Ihr seht aber trotzdem mehr die Abstände. Vom Gas gehen. Diesmal kommen wir auch über Start und Ziel. Yes! Tolle Leistung! Auch wenn das tierisch langsam war. Gott, kaum noch das Autoguard steuern. Wieder in den Top 5, Stefan. Trotz all des Dramas haben sie nach und nach ordentlich Punkte sammeln können. Ja, damit hatte ich gar nicht gerechnet, aber wenn man sich die Tabelle ansieht, machen sie sich besser, als man denkt. Unterhaltsam war Alpha Tauri diese Saison auf jeden Fall, wenn auch nicht immer nur aus positiven Gründen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Na, jetzt erstmal auf dem Siegertreppchen. Unsere Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Alpha Tauri hat bemerkenswerte Arbeit bei der Ausbildung neuer Talente geleistet und sie heute den Sieg nach Hause fahren lassen. Das ist ein positives Zeichen für die Zukunft dieses Sports. Der Satz passt gut zu einem Fahrer, der seine Karriere beendet. Trotz der schwierigen Bedingungen liefert Kasper Ackermann beim Grand Prix von Belgien wieder eine beeindruckende Leistung ab und schafft es erneut unter die besten 5. Um genau zu sein, aufs Podium. Ich meine ja nur, das Team kann diese Saison wieder mithalten. So gut warst du. Ja. Du wolltest doch am Höhepunkt deiner Karriere abtreten. Wie viel mehr kannst du da noch verlangen? Auch was? Was ist? Nichts. Was? Nichts? Alles okay. So gut bist du schon lange nicht gefahren. Du hast Spaß auf der Strecke, machst ordentlich Punkte und trotzdem schmollst du? Ich schmolle überhaupt nicht. Was ist das? Hier, so. Na gut. Es geht um Elden. Was ist mit ihm? Es geht ihm noch nicht besser. Ständig ist er betrübt und nervös und zaghaft. Als hätte er Probleme. Ich dachte, du wolltest ihn ignorieren. Ja, aber er ist fast noch ein Kind. Er braucht Hilfe. Von dir? Naja, wie viele Rennen bleiben mir noch? Worauf willst du hinaus, Kaspar? Sagen wir, ich hab noch 3
oder 4 Monate zu fahren. Was, wenn... Sag schon. Ach, vergiss es. Nein, komm schon. Du lachst mich aus. Nein, versprochen. Es hört sich dämlich an. Was denn? Was, wenn ich... Oh mein Gott. Was? Du bist weich geworden, nicht wahr? Ich wusste, du lachst mich aus. Du willst also die Formel-1-Welt verbessern, bevor du zurücktrittst. Du willst dem Team helfen und Aiden, egal was aus deiner Karriere wird. Wäre das so schlimm? Kaspar Ackermann hat also doch ein Herz. Das muss ich der Presse sagen. Komm, Zoe, ich mein's ernst. Wäre das so schlimm? Was schwebt dir vor? Red Bull hat nächste Saison eine freie Stelle. Und manche sagen, er hat eine Chance. Das ist sein Traum. Und du kannst da was tun? Ich weiß es nicht. Das wäre ja genial, wenn er das hinkriegen könnte. Schauen wir uns noch schnell die E-Mails an. E-Mail von Jeff Nelson. Will nur kurz gratulieren, Kasper. Du bist bei diesen schwierigen Verhältnissen brillant gefahren. So ein gutes Regenrennen hast du uns lange nicht gezeigt. Erste Sahne. Zoe, hatte ich ganz vergessen. Hast du den Artikel in Trackside gesehen? Auf Social Media reden alle darüber. Wie sehr